Untergrund. Klar doch. Na dann. Wo gehen die denn jetzt hin? Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Ich bin davon nicht überzeugt. Ich bin davon nicht überzeugt. Wer anderen eine Grube gräbt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Ach, das war so klar. Schade. Untergrund. Wo geht's hier in den Untergrund? Aber da in der Kneipe gab's nix, ne? Die Sache stinkt doch. Du überlegst es dir besser noch einmal. Ja, das wäre auch sonst was? Zu einfach. Geh ich erstmal nach da oben. Wer bist du? Hey du. Ah, lass mich Erich. Rein. Ich darf nicht in das obere Viertel. Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Teufelsding. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Ich kann die Energieregulatoren für dich reparieren. Danke für das Angebot, aber das ist nicht mehr nötig. Ich habe sie bereits repariert. Sie sind nur noch nicht alle eingebaut worden. Kurz Ende. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Oh. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Wie viele Energieregulatoren sind kaputt? Na alle. Das ist ja das Problem. Was? Allerdings habe ich bei den meisten schon für Ersatz gesorgt. Nur Lutz hat seinen noch nicht bekommen. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Ich dachte, ihr Berserker wollt mit Technik nichts zu tun haben. Wir sind nicht alle so. Das sehe ich. Ich bin froh, dass ihr Berserker auf unserer Seite steht. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ich habe eine illegale ID, die ich bei dir abgeben soll. Sag mal, willst du mich jetzt verscheißern? Dich hat doch bestimmt Gregor die Kuppelwache geschickt, oder?
Ich hab ihm schon tausendmal gesagt, ich bin nicht zuständig. Alois ist der Oberaufseher der Stadt. Bei ihm sind solche Fälle zu melden, klar? Okay. Ich werde die IDs zu Alois bringen. Ach, gib schon her die Dinger. Ich kümmere mich darum. Aber merk dir für die Zukunft, dass ich nicht zuständig dafür bin. Zuerst die Zuständigkeit prüfen, sag ich immer. Sonst funktioniert hier nichts. Wenn es also Probleme mit den Generatoren gibt, da bin ich dein Mann. Ich bin es einfach satt, dass alle immer zu mir kommen mit ihren Problemen. Hier hast du die Belohnung, die auf Hinweise zur Ergreifung schädlicher Elemente gesetzt wird. Ich hole mir die Splitter einfach von Alois wieder. Wir werden prüfen, auf wen diese ID personalisiert wurde. Und den Rest kümmert sich dann einer unserer Suggestoren. Danke für deine Hilfe. Tja. Ja, Outlaws, Kleriker. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Ah, ein Berserker. Ich hoffe, du unterliegst nicht noch den alten Gesetzen aus Goliath. Woher kennst du die alten Gesetze der Berserker? Ich bin in Goliath aufgewachsen. So langsam habe ich jede Fraktion einmal durch. Du bist in Goliath aufgewachsen. Warum bist du gegangen? Das ist eine lange Geschichte. Okay, interessant. Wenn dich mein Leidensweg tatsächlich interessiert, dann erzähle ich ihn dir natürlich. Erzähl mir deine Geschichte. Wie bist du bei den Klerikern gelandet? Du willst es also wirklich hören? Sonst hätte ich nicht gefragt. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, aufgewachsen bin ich in Goliath. Mein Vater und meine Mutter waren beides gebürtige Berserker. Damals herrschte noch Bjar über Goliath und noch nicht Ragnar. Als Kind haben mich die Gesetze natürlich nicht interessiert. Aber als ich ungefähr 12 Jahre alt war, kam einer der Warlords zu uns nach Hause. Ich weiß nur noch, wie ich schrie. Es ist noch immer alles verschwommen von damals. Sie haben meine Eltern aus ihren Betten gezerrt. Und bevor ich mich versah, war ich alleine in der Stadt. Was haben Sie mit deinen Eltern gemacht? Na was wohl. Sie wurden verbannt. Warum sie verbannt wurden, wollte mir niemand sagen. Bis heute weiß ich nicht, was sie getan haben sollen. Ich hasse die Berserker und ihre Gesetze. Nichts gegen diejenigen, die sich hier in der Stadt herumtreiben. Aber diese gesetzesfürchtigen Idioten in Goliath, die wissen gar nicht, was sie sich selbst damit antun. Als ich alt genug war, ich müsste um die 19 Jahre alt gewesen sein, bin ich schließlich aus Goliath abgehauen. Ich habe mir geschworen, nie wieder zurückzukehren. Und bis heute habe ich keinen Fuß nach Edan gesetzt. Was hast du dann gemacht? Was hast du dann gemacht? Naja, was macht man schon, wenn man alleine durch die Welt streift? Man schlägt sich mit Banditen und wilden Tieren herum. Es dauerte nicht lange, da haben mich einige Banditen gefangen genommen. Und dann... Also, diesen Teil der Geschichte werde ich auslassen, wenn du nichts dagegen hast. Da möchte ich nicht drüber reden. Wie dem auch sei, nach einigen Jahren konnte ich fliehen, als ein Trupp Outlaws des Dukes vorbeikam. Ich habe mich ihnen angeschlossen und bin mit ihnen zusammen nach Tavar gereist. Die Outlaws waren schon mehr nach meinem Geschmack. Bei ihnen habe ich kämpfen gelernt und wie man nur von Schrott überleben kann. Lecker Schrott. Wieso bist du nicht bei den Outlaws geblieben? Wegen der Banditen, die mich damals gefangen genommen hatten. Sie kamen zu uns ins Fort und wollten den Duke sprechen. Als sie mich dann sahen, musste ich fliehen. Ich bin einer Patrouille der Kleriker in die Arme gelaufen. Sie haben mich überredet, zu ihnen zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Hort bei den Klerikern. Die ganzen Stunden Schrott auseinandernehmen und zusammenbauen in Tavar hat sich hier für mich ausgezahlt. Sie haben erkannt, dass ich gut mit Technik kann. Seitdem arbeite ich an diversen Robotern und KI-Systemen. Ich bin der Meinung, dass Roboter am besten dafür geeignet sind, auch einmal Gehirn die Stadt aufrecht zu erhalten. Sie machen keinen Unterschied zwischen Rasse oder Klasse. Jetzt habe ich aber wirklich genug erzählt. Bei Kalan, ich fasse es nicht, dass du dir das echt alles angehört hast. Ich danke dir. Es tat gut, das alles mal jemandem zu erzählen. Man sieht sich. Das sagst du ständig. Was machst du hier in der Besser? Ich kümmere mich um die Roboter und Drohnen hier in der Stadt.
Kein Auftrag. Ich koordiniere und plane ihre Wartung und ihre Upgrades. Wenn ich Glück habe, darf ich auch selber mal schrauben. Im Moment muss ich es sogar, weil uns einfach ein paar Techniker fehlen. Hm. Sag mal, wie gut ist denn dein technisches Verständnis? Ah. Ich kann zumindest einige Maschinen auseinandernehmen. Nein, das wird leider nicht reichen, fürchte ich. Ich brauche schon jemanden, der sie auch wieder zusammensetzen kann. Andererseits, wenn du einen kleinen Job suchst, dann könnte ich trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Ich habe 4 Kandidaten, allerdings kann ich ihre Fähigkeiten nicht einschätzen. Ich bräuchte jemanden, der sie für mich unter die Lupe nimmt. Was hältst du davon? Bezahlt ist der Job natürlich auch. Ich kann die Splitter gebrauchen. Ich nehme die Bewerber an. Eigentlich nur die Erfahrung. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also pass gut auf. Die Kandidaten heißen Daryl, Myra, Rorik und Riley. Obwohl, vergiss Riley, dem vertraue ich nicht. Und was den Rest angeht, entweder wollen sie den Job oder ich denke, dass sie gut darin wären. Allerdings habe ich auch bei einigen meine Bedenken, was Loyalität oder Können angeht. Ich will, dass du herausbekommst, wie vertrauenswürdig sie sind und wie gut sie mit Technik umgehen können. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot? Ja. Erzähl mir etwas über Myra. Myra gehört zu den Alt-Separatisten. Sie hält sich irgendwo im Westteil der Stadt auf. Vermutlich wie die anderen Separatisten irgendwo im Elendsviertel da hinten. Du willst eine Separatistin als Technikerin einstellen? Das ist eben genau das, was du herausfinden sollst. Alps haben häufig ein hohes technisches Verständnis. Aber, naja, es sind nun mal Alps. Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können. Doch, doch, doch. Wer ist Daryl? Daryl ist ein Outlaw. Er hat sich mir angeboten. Keine Ahnung, ob ihm zu trauen ist. Wenn er vertrauenswürdig ist, sollten wir ihn nehmen. Es ist schon genug politischer Sprengstoff zwischen uns und den Outlaws. Je mehr wir demonstrieren, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können und wollen, desto besser. Wo er sich aufhält, weiß ich allerdings nicht. Er muss sich irgendwo hier in der Stadt befinden. Was weißt du über Rorik? Rorik ist ein Berserker. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal irgendwo links neben Vitos Kneipe gesehen. Ich weiß, dass Rorik damals in Goliath daran gearbeitet hat, aus den Maschinen Elex zu extrahieren. Ich denke, ich könnte ihm alles beibringen, was er wissen muss. Außerdem sollten wir versuchen, die Berserker hier in der Stadt zu halten. Ihre Magie ist sehr mächtig und sie sind starke Krieger. Sie hier zu haben, wird uns helfen, wenn die Alps angreifen. Bei ihm ist es wichtig herauszufinden, ob er überhaupt etwas mit Technik zu tun haben will. Wahrscheinlich kann ich alle einstellen lassen. Das kann gar nicht sein. Ich muss nur sagen, welcher, und dann habe ich der 15. Ich will damit nichts zu tun haben. Wenn ich nachher irgendwen bevorzuge, das würde ich mir beziehungsweise nicht bevorzuge, unterschreiben würde ich das nicht. Schließe sich beim Angriff den Alps an oder sowas. Irgendwie sowas Dummes wird passieren. Geht's hier irgendwo runter? Untergrund. Untergrund, Untergrund. Hm. Geschoss brauche ich nicht. Benutzen. Das hier ist nicht der Untergrund. Wow. Was für ein sinnvolles Plateau. Hm. Hier noch jemand? Nee. Weit und breit kein Mensch. So, was ist hier?
Hauptquartier. Verschlossen 1 von 3. Uiuiui. Sehr wichtige Truhe. Ah. Die eindrucksvollen Wehrtürme dienten vor allem der Verteidigung. Überfälle waren zur damaligen Zeit nicht unüblich. Heute ist es kaum vorstellbar, dass man in ständiger Angst vor Angreifern leben muss. Was willst du hier? Aber in der Zuhören. Burg konnten die Bewohner einer Belagerung trotzen. Was? Wie? Böse? Nachtwache. Ja, entschuldige. Alois. Alois, Alois. Ja? Gibt es etwas Dringendes? Wie du dir denken kannst, habe ich alle Hände voll zu tun. Diese Stadt regiert sich leider nicht von alleine. Darum entschuldige bitte, wenn ich kurz angebunden bin. Der Mensch braucht schließlich Führung, gerade an diesem Ort. Sehr richtig. Du bist also der Boss hier. Sagen wir der Einfachheit halber, dass ich die Stelle bin, an der alle Fäden zusammenlaufen. Aber vertiefen wir das Thema nicht weiter. Sonst landen wir noch bei der Politik. Und danach steht mir nicht der Sinn. Falls du übrigens von mir etwas erbitten willst, vergiss das. Wir sind gezwungen, mit unseren Rationen zu haushalten. Die Schutzsuchenden durchzufüttern ist eine logistische Herausforderung. Gib mir einfach eine Aufgabe. Seit wann hast du den Vorsitz über die Koppelstadt? Ich bin nunmehr 8 Jahre im Amt. 8 Jahre. Und einfach war es nicht, das kannst du mir glauben. Eine gewisse Neutralität zu wahren und zusätzlich den Alps die Stirn zu bieten. Bei Kalan, es gibt wahrlich angenehmere Posten, auf die man mich hätte setzen können. Und wenn dich jemand ablösen will? Dann soll er es wollen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Und ich sage dir auch warum. Das große Konzil von Magalan liegt jetzt schon etliche Zeit hinter uns. Das ändert aber nichts daran, dass die Verträge für mich noch gelten. Es wurde beschlossen, dass wir Kleriker den Vorsitz zugesprochen bekommen. Wir haben uns im Gegenzug verpflichtet, neutral zu urteilen und für die Sicherheit aller einzutreten. Dass wir aktuell mehr Strenge zeigen müssen, gefällt mir auch nicht. Aber anders können wir unsere Verpflichtung nicht erfüllen. Von den ganzen Dieben in dieser Stadt ganz zu schweigen. Was wurde sonst noch im Konzil von Magalan beschlossen? Im Grunde genommen alles, um einen andauernden Frieden zu sichern. Gefangenenaustausch, Sicherung der Landesgrenzen, Rückgabe fremden Eigentums und so weiter und so weiter. Zyniker würden sagen, die Verträge sind das Papier nicht wert, auf dem sie verfasst wurden. Aber solange sich der offizielle Status nicht ändert, halte ich mich an das, was beschlossen wurde. Einzig und allein kleinere Anpassungen erlaube ich mir. Das erfordern einfach die Umstände. Was muss ich über die Kuppelstadt wissen? Das, was ich dir sagen kann, ist auch das Offensichtliche. Wir sind ein Schmelztiegel der Völker. Früher, als man müde vom Krieg war, herrschte Ruhe. Und man konnte in Frieden miteinander leben und handeln. Aber jetzt herrschen nur noch Gier, Wut und Angst. Draußen herrscht Krieg. Und hier drinnen werden dir die Splitter aus der Hand gestohlen, wenn du nicht aufpasst. Die Welt spielt verrückt. Schade. Und der Grund dafür ist... Der Grund? Du meinst wohl die Gründe. Vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage, wie die Dinge stehen. Die Berserker leben immer zurückgezogener, seit sie ihre Gesetze erlassen haben. Die Outlaws sind noch unberechenbarer als vorher. Jemand wie dieser Duke hätte nie die Macht an sich reißen dürfen. Und während die Alps ihren eisigen Hauch über die Welt jagen, suchen die abtrünnigen Separatisten bei uns Unterschlupf. Allesamt dunkle Vorzeichen, dass wir erneut einer globalen Katastrophe gegenüberstehen. Und wir stehen mitten im Zentrum. Entmutigend, nicht wahr? Gibt es etwas, wobei ich dich unterstützen kann? Wenn du helfen willst, dann gibt es da eine Sache, die zügig angegangen werden muss. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass die Stimmung hier aufgeheizt ist.
Ein Windzug und all das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, bricht in sich zusammen. Das gilt es zu verhindern. Erst kürzlich hat mir einer meiner Leute berichtet, dass die Outlaws eine Waffenlieferung erwarten. Das Letzte, was diese Stadt braucht, sind noch mehr Waffen. Schon gar nicht in den falschen Händen. Ich will, dass die Lieferung abgefangen und an mich übergeben wird. Gibt es hier viele Diebstähle in der Stadt? Ja. Viele ist gar davon kein Ausdruck. Die ganze Zeit. Ich glaube, hier treibt sich eine organisierte Bande herum. Aber sicher bin ich mir da nicht. Mir wird immer wieder von Diebstählen berichtet. Aber ein Schuldiger wird fast nie gefunden. Ich habe für jeden Hinweis, der zur Ergreifung der Diebe führt, ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt. Wenn du also etwas weißt, komm damit zu mir. Ich mache dich zu einem reichen Mann. Wegen der Waffenlieferung. Nee. Du setzt deine Leute als Spitzel ein? Natürlich. Anders ist es unmöglich, an brauchbare Informationen zu kommen. Solange wir die Übersicht über alle Geschehnisse haben, kann der Status quo erhalten werden. Informiert zu sein ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gerade bei diesem arbeitsscheuen Gesindel aus der Wüste. Okay. So, wie komme ich in den Untergrund? Und Cooper habe ich auch noch nicht gesehen. Irgendwo muss ich noch nicht... War ich noch nicht hier... Oder der ist im Untergrund. Oder bei den Suggestoren. Was kann ich denn hier mal machen? Hauptmission weg. Also. Außerhalb der Kuppel. Der anscheinend Kommunikationsprobleme haben. Mal gucken. So ein bisschen Kommunikation. Hey du, ich hab dich gehört, wie du mit Erich gesprochen hast. Na, super. Er hat dir doch einen Energieregulator für die Kuppel gegeben, oder? Ich hätte da einen Deal anzubieten. Gib mir den Energieregulator und ich sorge dafür, dass du hier heil rauskommst, wenn alles zu scheiße wird. Was willst du mit dem Regulator? Ich werde ehrlich zu dir sein. Ich glaube nicht, dass die Herrschaft der Kleriker hier noch lange bestehen wird. Und wenn es knallt, dann will ich eine, sagen wir, Hintertür haben, um hier wieder rauszukommen. Ich will den Regulator modifizieren, sodass er mir diese Hintertür aufhält. Ich schraube ein bisschen an ihm herum, gebe ihn dir wieder, du bringst ihn an seinen Bestimmungsort und wir alle sind zufrieden. Na, was hältst du davon? Ah, schwierig. Natürlich auch ein Schwachpunkt sein. Was habe ich davon, wenn ich ihn dir gebe? Ah, bist wohl auf deinen Vorteil aus, was? Diese Einstellung respektiere ich. Was hältst du von 100 Splittern? Komme ich da zur Not auch wieder raus, ne? Aber ich komme garantiert auch anders raus.
Ich werde dir den Regulator nicht geben. Wie du willst. Dann eben nicht. Aber komm nicht zu mir und frag nach Hilfe, wenn hier niemand mehr rausgelassen wird. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein. Mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Kann es sein, dass der Berserker Brabak heißt? Genau von dem rede ich. Wegen Brabak. Mit dem bin ich schon fertig geworden. Ja, du vielleicht. Ich aber nicht. Solange ihn niemand davon überzeugt, mich in Ruhe zu lassen, geht mir der Arsch auf Grundeis. Wenn du ihn also dazu bewegen kannst, nur zu. Lass uns handeln. Alles klar. Ein Beil. Genauso viel Schaden macht wie meine Waffe. Irgendwas Besonderes. Sanftes Klopapier. Nicht mal ein Malertrinker. Na, wo ist der denn? Geht's hier in den Untergrund? Nein. Ganz normales Abwasserrohr. Guten Tag. Lutz. Finger weg von meinen Maschinen. Du und deine Berserker-Freunde, ihr habt doch nicht den blassesten Schimmer, womit ich hier hantiere. Also wäre ich dir sehr verbunden, wenn du den Geräten nicht zu nahe kommst. Ihr habt Probleme, Funkkontakt mit dem Hort in Ignadon herzustellen? Das ist doch... Woher weißt du davon? Das ist doch Verschlusssache. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt. Es macht also schon die Runde. Das ist beunruhigend. Sehr beunruhigend. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da du eh im Bilde bist, wirst du mir dabei helfen, den Kontakt wieder aufzubauen. Ohne ihn kann es schwierig werden, rechtzeitig Mensch und Material zu ordern. Und wenn ich das richtig einschätze, wird es dringend Zeit, genau das zu tun. Wow. Vielleicht werden wir uns einig. Das hoffe ich doch sehr. Denn wenn du uns nicht unterstützt, wird hier bald der Teufel los sein. Du kannst dir an 5 Fingern abzählen, dass es dann blutig wird. Erklär mir die Einzelheiten, dann helfe ich dir bei eurem Kommunikationsproblem. Es ist so, dass wir eigentlich schon längst eine ganze Einheit an Kampfmaschinen in Auftrag gegeben haben. Aber wie du dir denken kannst, sind sie noch nicht eingetroffen. Da ich mir keinen Reim darauf machen kann, muss irgendetwas die Produktion im Hort ins Stocken gebracht haben. Wofür braucht ihr neue Kampfmaschinen? Das weiß ich nicht und das ist auch nicht meine Baustelle. Vielleicht um die Stadt zu schützen oder um im Ernstfall einen Ausfall zu machen. In militärischen Dingen bin ich nicht so bewandert. Mir ist jedenfalls wesentlich wohler, wenn der Kontakt zum Hort wiederhergestellt ist. Du musst dich also so schnell es geht darum kümmern. Und kein Wort darüber zu demjenigen, der dich auf unsere Lage hingewiesen hat. Sonst sehen wir uns womöglich mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert. Hier hast du die Koordinaten. Folgst du ihnen, wirst du im Nordosten auf eine Relaisstation stoßen. Halt einfach nach einer großen Antenne am Horizont Ausschau. Wenn alles schlecht läuft, wirst du den Antennenmast hochklettern müssen. Dort irgendwo muss auch eine Vorrichtung sein, um die Antenne neu zu kalibrieren. Mit etwas Glück reicht das aus, um das Problem mit der Funkverbindung zu beheben. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator? Ja, hier hast du ihn. Sieht gut aus. Danke, dass du mir das Ding gebracht hast. Ich werde ihn sofort einbauen, danke.
Am besten gehst du zurück zu Erich. Du kannst ihm sagen, dass ich ihn gerade einbaue. Gut. Und jetzt habe ich direkt mal die Quest. Ach du Scheiße, da hinten. Tja, und ich helfe hier nur den Klerikern. Bis jetzt.